So, hallo und herzlich willkommen hier zu einem kleinen Vorstellungsvideo, einem Server-Test, wie auch immer man das nennen will. Ja, hier diesmal von dem Server World Trucking, wie man nicht sieht. Welcome to Truck. Doch, da, hier. Connected to World Trucking, ja. Ja, das ist ein, ich weiß nicht genau, welche Zuordnung, zu was ich den Server genau zuordnen soll. Eher so in die Richtung Freeroom, würde ich jetzt sagen, aber ich habe leider auf dem Gebiet gar keine Ahnung, weil ich eigentlich nur Real Life Server spiele und New Dawn. Das war's dann aber auch, ja, wir können uns hier verschiedene Leute auswählen. Übrigens, ich habe mich schon mal registriert und da habe ich, und dann bin ich aber nochmal kurz runter und habe nochmal neu angefangen. Und auch deswegen auch gleich den ersten Verbesserungsvorschlag, und zwar, damit man, ja, damit man, wie heißt's? Oh Gott, das gibt's nicht, ne? oh Gott, nein! Nicht schon wieder! Damit man, wenn man sich einloggt, beim Registrieren ist das nicht so notwendig, das ist besser, wenn man das Passwort sieht, ja, aber wenn man sich einloggt, damit man das Passwort nicht sieht, ja, das dann so Pünktchen sind, ne? So, ja, bis jetzt habe ich noch nicht viel von dem Server gesehen, ich habe keine Waffen. Und hier ist So Let's Go, der auch irgendwas mit dem Server zu tun hat, wegen hier, ne? Ja. Wenn einem irgendwas auffällt, dann soll man hier in Skype kontaktieren. Und deswegen werde ich mal denken, dass es der Owner oder ein Admin ist. So, dann mache ich mal Slash Work. Und ich würde gerne Cargo liefern. Und zwar nach LS. Ah, nee. Scheiße. Nochmal. Ich würde gerne Cargo liefern von SF nach LS. Okay, ich muss jetzt hier Cargo einladen. Ich mach schon. Ja, weil ich bin richtig informiert. Ja, das hat mir das alles gesagt. Ja, bis jetzt finde ich den Server ziemlich Premium, ja. Ja, also den ersten 2 Minuten finde ich den schon mal gut. Ja, ja, was soll ich denn sonst sagen, ne? Bis jetzt ist mir nichts Negatives, bis eben auf das Einloggen aufgefallen, aber ich denke mal. Ja, also ich habe es ja mal SMP gescriptet und das ist definitiv keine große Sache, das umzuschreiben, ja. Dass man muss eine Textbox, sag ich mal, umändern und das war's dann auch. Also, das ist eigentlich kein großes Problem zu ändern. Und wenn, ja, die Leute hier auf dem Server meine Verbesserungsvorschläge ernst nehmen, dann werden die das vielleicht auch ganz kurz machen. Ich meine, wenn man weiß, wo die Stelle ist, das dauert dann keine 10 Minuten. So. Und ich muss jetzt nach LS delivern. Wo wir gerade schon dabei sind, die Piloten, das ist nicht so die Mega-Klasse. Nee, welche soll ich denn sonst noch probieren? Nee, probieren. Probieren. Fragezeichen. So, und dann fliegen wir jetzt sogar nach SF. Ist ja ziemlich einfach. Können wir die Räder einfahren? Sieht nicht so aus. Und ich weiß nicht, ob man das irgendwie wechseln kann oder ob man sich dann neu einloggen muss, aber ich denke mal, dass, ja, werde ich dann wieder nachfragen oder mich einfach kurz neu einloggen. Aktionär. Okay. Das merke ich mir. So, hoffe ich jedenfalls. Gut, dann, ja, fliegen wir kurz nach SF. Ich meine, das kennen wir ja schon aus dem Live Dream Let's Play. Ja, Velocity. Was ist Velocity? Höhe, oder? Nee. Velocity, scheiße, das Wort kenne ich. Nee, Velocity ist nicht die Höhe, nein. Was ist denn Velocity? Ist das die Geschwindigkeit? Das ist die Geschwindigkeit, ne? Höhe. Und die, ja, das scheint die Geschwindigkeit zu sein. Ja, dann Fuel, ich denke mal, das dürfte klar sein. Ich schätze mal, das sind Liter. Und Health wird dann wahrscheinlich der Schaden des Flugzeugs sein. Ja, das ist alles schön verständlich gemacht. Und auch nicht schlecht. Ja, ich finde, der Chat wird etwas von Farben überschwemmt. Also, hier kommt ja echt alle 10 Sekunden eine neue Nachricht. Und dann wieder in irgendeiner neuen, extrem herausstechenden Farbe. Also, das ist vielleicht etwas übertrieben, aber na, schlimm ist das definitiv auch nicht, ja.
Das sind halt jetzt alles, was ich bis jetzt sagen kann von Verbesserungsvorschlägen her. Alles eher Kleinigkeiten hier, also nichts Weltbewegendes. So gibt es auch noch Helikopter. Okay. Und auch noch größere Flugzeuge. Ja, ich kann ja gleich mal mit einem größeren Flugzeug fliegen. Jetzt komm, jetzt bremst mal. Oh, perfekt. Flugzeug lässt sich aber geil steuern. Ich wusste gar nicht, dass es so ein geiles Flugzeug in GTA San Andreas gibt. Ha, man lernt nie aus. Und abgeben. So. Okay, jetzt habe ich jetzt $2000 bekommen. Und ich schätze, von dem Geld kann ich mir dann Waffen oder so kaufen. Ja, ich, das ist jetzt sowas, wo ich leider nicht sehr mit, wie schon gesagt, nicht sehr mit vertraut bin. Also, ich, ja, denke mal, es geht einfach darum, viel Geld zu bekommen, sich dann Waffen zu kaufen und so. Ja, und allgemein einfach mal so freizeitmäßig ein bisschen drauf zu spielen. Ich werde so zurückfliegen und dann mache ich. Ah, okay, jetzt kann ich besser was machen. Aha. LS nach. SV. Ach so. Okay. Aha. Was? Ist das deine erste Klasse, die du testest? Ja. So. ja, erst mal mit dir in ihr Gespräch reinplatzen. Also nämlich schon so. Nein, nehmen wir so rum. Starten. So, ja. Man sieht, das ist auch eigentlich ein ja, englischer Server. Von einem deutschen Betrieben, wie das aussieht. Beziehungsweise in einer deutschsprachigen Region. Und. Uiuiui, es ruckelt. Warum ruckelt es? Warum? Naja, alles gut. So. Ja, was ich eben auch noch. Ja, lass machen. So, ne? Ich will ja hier den Server austesten und mal gucken, wie dann so. Ja, der Job Trucker funktioniert. Das ist ja auch nicht schlecht. So, Stopp habe ich jetzt nicht am Laufen. Das heißt, dieser Part wird lang. Beziehungsweise dieser Server-Test. Aber. Ja, ich denke mal. Das dürfte nicht so schlimm sein. Die es interessiert werden, den ja gucken. Und die nicht, die gucken den sowieso nicht. Okay. Dann lande ich kurz und dann frage ich mal kurz, ob ich hier einfach wechseln kann oder ob ich dazu neu joinen muss. So. Und kurz hier rein. Ja. Also dieses System gefällt mir schon mal. Finde ich definitiv nicht schlecht. Ja, gibt sich dann auszusetzen, ne? Was ich noch sagen wollte über den Chat, ich weiß nicht, habe ich ja schon gesagt? Ich glaube nicht. Durch diese ständigen Nachrichten übersieht man ganz leicht mal, wenn man angeschrieben wird. So, ja, muss ich zum Klasse wechseln? Wechseln. Relong. Ja, relong. Nein, reloggen. Okay. So, oh, okay, dann bin ich tot. Praktisch, praktisch, ja. Das wäre jetzt ziemlich unpraktisch gewesen, wenn ich komplett neues, einloggen müsste, aber das geht auf jeden Fall klar. So, okay, jetzt kann ich aussuchen. Ich wäre gerne Trucker. So, ich nehme natürlich einen großen. Und ich hole auch gleich mal einen Anhänger. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt gerade bin. Ich bin eine V, ne? Ich glaube, ich bin eine V. Ach so, okay. Ah, da bin ich noch gar nicht. Rescue, okay, dann Northeast auf V. Na, jetzt muss ich nochmal neu einsteigen. Aber kein Problem. Für mich doch nicht. So, und dann schnell was aussuchen und ab geht's. Dann nehme ich diesmal den hier. Und dann gucken wir gleich mal, wie der Job funktioniert. Ich mache jetzt hier schon mal Work. Nicht Werk, Work. Okay, mal gucken.
Achso, okay. Nicht einfach neun, ich weiß nicht, ob man abgucken kann. Da ist einer. Glück gehabt. Ja, beim anderen gäbe es mehr. Naja. So, komm, jetzt hier. Gut. Slash work und dann mal gucken, wo es hingeht. Nicht work, slash work. Komm. Work. Ach so. Slash Convoy. Oh, okay. Das finde ich schön. Damit man hier in einen Konvoi gehen kann. Okay, ich bin drin. Das finde ich sehr schön, damit man das machen kann. Das ist ziemlich Premium, ja. Das kenne ich bis jetzt noch von keinem Server, ja. Aber ich muss auch sagen, wie gesagt, ich treibe mich eigentlich nicht auf Freeroom-Server rum. Ich schätze es einfach mal, das ist Freeroom. Ja. Habe ich. Und ja, obwohl der Server erst gestern gestartet ist, geht er ja meiner Meinung nach schon ziemlich voll, ja. Also natürlich kann das jetzt auch sein, damit das einfach Leute sind, die... ja, jetzt eben... Oh, jetzt ist wieder Ende. Okay. Muss ich jetzt nochmal rein? Nein! Nee. Mir vertippt. NP. Und natürlich noch ein freundliches Smiley. Nee, einen freundlichen. Jerry, geh in den Checkpoint. Hinter dir. Ich sehe da keinen. Punkt. Und hier ist kein Checkpoint. Okay. Nein. Das ist verwirrend. Okay, vielleicht wird das ja gleich geklärt. Ja, wie gesagt, der Server ist erst seit gestern, glaube ich, online und ich meine, Bugs können auftreten, ja. Ich probiere nochmal. Probiere noch mal zu joinen, genau. Joinen. Ach komm. Slash Convoy. Nee, ich bin schon in einem Konvoi. Sagt der mir. Okay, ja. Wie gesagt, Bugs können auftreten. Ja, auf jeden Fall kein schlechtes Konzept mit den Convoys. Gefällt mir. Ich weiß nicht, ob es, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es das schon gibt, weil ich mir nicht auf, normalerweise nicht so, ja, auf Free Room Servern rumtreibe. Ja, aber finde ich schon dieses Konzept. So. Das Work. Ja, Diesel. Und danach from No Fuels nach Angel Pine. Da. Ah ja, jetzt habe ich. Komm, ab geht's. Fahr! Ich war vor. So. Ab geht's, ja. Wo die mir noch hinterher kommen. Ich glaub das Beste. Dieser Ausrollkreis, ja. Wie im ETS hier. Fast. So, ja. Was soll ich jetzt von Trucker halten? Ich meine, das ist jetzt definitiv nicht irgendwas Besonderes, ja, aber ist auf jeden Fall ganz lustig, ja. Ich finde
das dann irgendwie schon, ja? Hoffe ich. Mal gucken, wer schneller da ist, ja? Ich gebe natürlich mein Bestes. Auf dem Highway, okay. Scheiß auf Highway. Ich schaffe das auch so, ja? Wahrscheinlich nicht, ja? Aber ich versuche es trotzdem. So. Und dann nach vor. Ja, jetzt eben Truck fahren, ne? Wie gesagt, jetzt nicht sonderlich befreundliches, what the fuck, nicht sonderlich besonderes. Aber definitiv mal lustig, mit dem Truck zu fahren. Jetzt für mich, der normalerweise auf Real-Life-Servern spielt, da fährt man ja eigentlich nicht Truck. Normalerweise, klar, gibt es immer ein paar kleinere Gruppen, die Truck fahren, aber der Großteil dann eher doch nicht. So, und dann hier jetzt quer drüber. Oh Gott, STVO und so, ne? Ist klar. Und davor. So, ja. Über die Weganzeige kann ich mich jetzt schlecht beschweren, weil das ist von SMP so vorgegeben. Von GTS Andreas. Aber, nö, wie gesagt, also bis jetzt ist das aber definitiv nicht schlecht. Ja, wenn ihr, wenn euch so ein Konzept gefällt, dann schaut hier auf jeden Fall mal vorbei. Die IP ist in der Beschreibung. Ich denke, wenn jetzt noch ein paar Bugs gefixt werden, da wird es bestimmt noch was geben, dann ja, wird dieser Server auf jeden Fall ein sehr schöner Server. Kann ich jetzt definitiv nichts dagegen sagen, ja. Und ich muss sagen, er ist definitiv besser als meine Erwartungen, ja. Ich hatte echt nicht einen zu guten Server erwartet. Okay, ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob der jetzt so gut ist, ja. Weil ich, wie gesagt, auf ja, diesen Servertypen eigentlich nicht bin. Aber von dem, was ich jetzt gesehen habe, finde ich ihn gut. Ja. Und besser als ich erwartet hatte. Ich weiß nicht. Ich hatte mir gedacht, ach so, wenn mich mit meinen 90 Abonnenten jemand anschreibt, damit ich einen Server testen soll, ja, dann kann das ja nichts Tolles sein. Aber ich muss sagen, ich habe mich getäuscht, ja. Dieser Server ist echt ziemlich gut. ich sag doch. Nee. Ich sag doch, Highway ist schlecht. Doppelpunkt P. Nein, ich habe ein T vergessen. Ja. Er soll mich von der Straße drängen. Oh Gott. Nein. Also wie gesagt, er sprengt definitiv meine Erwartungen. Ja, ich hatte definitiv nicht ja, so einen guten Server erwartet. In meinen Augen gut für jemanden, der noch nie auf einem Freeroam-Server, sag mir bitte, ist ein Freeroam-Server, wenn nicht, dann stehe ich jetzt hier voll blöd da, gespielt hat, ist es auf jeden Fall ein guter Server. Und kann ich definitiv nichts gegen sagen. Rechts. Ja, das habe ich nicht gesagt. Ich doch nicht. Ich komme trotzdem an. Ich komme trotzdem an. Komm trotzdem an. Ich verfahre mich nie, ja? Ich bin immer richtig. Aber wo ist denn das Ziel? Ach, da vorne bei der Fabrik, ne? Da, da bin ich doch richtig. Falscher Weg. Ich gebe dem gleich falscher Weg. Überhaupt kein Problem, ja? Perfekt sogar. So, ich werde dann auch gleich noch die anderen Shops ausprobieren und danach ist das Video dann auch schon zu Ende, ja. Ja, was heißt schon? Ich habe wahrscheinlich noch nicht mal die Hälfte. Aber das ist jetzt natürlich auch alles ein bisschen zeitaufwendiger als dann später einfach noch kurz Job auswählen und Ende. Na, Job auswählen, eine Runde fahren, Ende. Beziehungsweise fliegen, obwohl fliegen wird es nichts mehr geben. Ja, mal gucken. Und ja, wenn ich dann alle durch habe, dann ist das Video auch in Anführungszeichen schon zu Ende. Ja, das könnt ihr gerne machen. Ich werde nicht nochmal mitmachen, aus dem Grund, weil sonst das Video zu lang wird. Ja, ich hätte das jetzt echt nicht so gern, wenn das Video 30 Minuten oder 40 Minuten lang ist.
zwischen 20 und 30, nee, 20, 30 rum werde ich, unter 20, 30 Minuten werde ich nicht kommen. Jetzt hat, als wenn es so schwer wäre, ja. Aber ich denke, Alter, aber ich denke, das dürfte gerade noch so gehen. Und jetzt gehen wieder alle. Hey, mögen mich nicht. Ja, genau. Alles gut. Nein, 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 nein. Fahr jetzt nicht ins Wasser. Fahr nicht ins Wasser. Fahr nicht ins Wasser. Okay, alles gut. Wie gesagt, alles gut. Komm schon. Jetzt komm. Aber die Strecke ist lang, muss man sagen. Das ist definitiv nichts Schlechtes, ja. Es ist meiner Meinung nach sogar gut, damit die Strecke so lang ist, aber naja, jetzt eben fürs Video nicht so gut. Nein, das wird das Video zu lang. So, ich weiß gar nicht, was es da sonst noch gibt. Ich habe das alles noch gar nicht ganz so geschaut. Wie gesagt, das ist echt der erste Eindruck, den ich vom Server wirklich habe. Ich war nur ganz, ganz kurz einmal drauf. Ja, jetzt bin ich wieder der Einzige. Aber nicht schlimm, wie gesagt, das war jetzt erst gestern online. Das ist logisch, damit jetzt noch keine 100 Spieler darauf drauf sind. So, ja. Noch nicht. Na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es tut mir leid, aber ich kenne mich mit der Free Room. Bitte sei Free Room, sonst mache ich mich hier voll zum Affen. Szene gar nicht aus. Kann man das so nennen? Free Room-Szene? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nee, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus, also. Weiß ich auch nicht, wie gut jetzt dieser Server im Vergleich mit anderen gleichen Servern ist, sag ich mal. So. Gell. So, dann gucken wir, was es noch so alles gibt. Es gibt Trucker, das habe ich gerade gemacht. Dann Pilot, dann Train Driver. Ja, da werden wir wahrscheinlich Zug fahren. Das wird es wahrscheinlich auch nicht so krass sein. Ja, Zug fahren halt, ne? nein, was mache ich denn? Slash Work. Pupil. Oh Gott, wo bin ich denn? Wo bin ich? Unity Station? Nach Desert Station? Oh, da wurde ich gerade angeschrieben. Ich weiß nicht, ich werde jetzt auch nicht. Ich werde jetzt einfach mal nach LS fahren, ja. Ich meine, das System wird so sein, wie bei den anderen. Man fährt in den einen Checkpoint rein, fährt weiter in den anderen Checkpoint. Das war's. Das werde ich jetzt auch gar nicht weitermachen, ja. Ich denke, das dürfte jedem klar sein, wie das funktioniert. Leider nicht sehr abwechslungsreich, aber wir haben ja noch nicht alles durch. Bis jetzt war es ja bis jetzt immer nur das Gleiche, ne? Nur einmal Zug, einmal LKW und jetzt eben. Nee, und einmal Flugzeug. So, Train Driver. Was gibt's hier noch so? Police. Das wird jetzt keinen Sinn haben, weil ich dazu wahrscheinlich noch Verbrecher brauche. Boatworker. Okay. Na, ja, da werde ich wahrscheinlich mit dem Boot fahren. Lasst mich raten, zu einem Checkpoint. Und dann zum nächsten. Ich guck mal kurz. Slash Work. Oh. Ja, okay. Dann ist jetzt dieser Server jetzt auch erstmal beendet. Ja, ich denke, ihr konntet euch ein Bild vom Server machen. Wie gesagt, er ist definitiv nicht schlecht, wenn ihr ja so auf. Wenn ihr so dieses Free-Roam-Zeug. Bitte, es ist ein Free-Roam-Server. Ja, wenn ihr das mögt, dann schaut ihr auf jeden Fall vorbei. Wie gesagt, die IP ist in der Beschreibung. Ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Bis dann und tschö.